kann sagen, dass die Nationalgalerie wirklich den Weg Noldes als Künstler und seine Karriere immer begleitet hat. Und da war natürlich jetzt die Nationalgalerie wieder prädestiniert, Nolde noch einmal nach den aktuellsten Forschungsergebnissen zu zeigen und aufzuarbeiten. Nolde ist unter den modernen Künstlern des 20. Jahrhunderts in Deutschland derjenige mit der wirkungsmächtigsten Heldenerzählung. Ein Bauernsohn, der sich selbst mühevoll zum Künstlertum durchringt, der während des Nationalsozialismus drangsaliert wurde, entehrt in der entarteten Kunstausstellung, aber er trotzdem immer weiter schöpfen musste, aus sich selbst heraus und in diesen Bildern Zuflucht gefunden hat. Nolde hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, an seiner eigenen Legendenbildung weiter zu schrauben. Er hat antisemitische Passagen aus seiner Biografie getilgt und das hat dann die Stiftung auch nach Noldes Tod so fortgeführt und Nolde eigentlich immer nur als Opfer der nationalsozialistischen Kunstpolitik hingestellt. Und heute, jetzt mehr als 60 Jahre nach seinem Tod, haben wir nicht mehr das Bedürfnis, Nolde vor sich selbst zu schützen, sondern seine großartige Kunst, die ja einfach wegweisend für den deutschen Expressionismus und für die Moderne gewesen ist, die hält diese Diskussion auch aus. In unserer Ausstellung geht es auch um die dynamische Dreiecksbeziehung zwischen Künstler und der eigenen Selbsterzählung von Nolde, zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, der Rezeption seiner Kunst und seiner Person und letztlich auch um die Frage des künstlerischen Schaffens. Teilweise ergibt sich durch die Gegenüberstellung von Gemälden ein Spannungsverhältnis, das zeigt, wie sehr Nolde im Kreuzfeuer zwischen kultischer Bewunderung und vehementester Kritik zum Beispiel stand. Und das schon vor 1933. Nachdem er in die dänische Parteiableger, die Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig, eintritt und er einmal seine eigenen Positionierung klar gemacht hat in seiner Biografie, dem zweiten Band Jahre der Kämpfe, radikalisiert sich auch sein Antisemitismus. Was heißt es denn überhaupt, wenn Nolde ein Nationalsozialist ist? Wann wurde er es? Worin äußert sich das in seinem künstlerischen Werk? Wie erklärt sich die zunehmende Radikalisierung seines Antisemitismus? Und hat das irgendetwas mit seinem künstlerischen Werk zu tun? Das ist dann wirklich jedem Besucher der Ausstellung, jedem Rezipient selbst überlassen, dafür für sich eine eigene Haltung zu finden, das Ganze zu analysieren und auch zu diskutieren. Und letztendlich bleibt es dann auch dem Besucher überlassen, was für eine moralische Beurteilung er dann für sich selber findet.